Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Heute machen wir was richtig, richtig Nettes, nämlich wir machen mit Chorizo und Käse gefüllte Cannelloni im Baconmantel. Richtig geile Nummer. Wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, dann bleibt da am besten dran. Es ist Zeit für Pasta bei der Sauerländer Barbecue, aber nicht mit einer schweren Sahnesoße, sondern heute ganz leicht mit Chorizo-Füllung und Baconmantel. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt großartig philosophieren, fangen wir direkt an. Und als erstes mal braucht ihr Chorizo-Würste, dann nehmt ihr einfach ein Messer, schneidet die Pelle ein und dann zieht ihr die Pelle ab. Dann habt ihr nämlich wunderbares Fleisch, um das ein wenig zu zerdrücken und in eine Pfanne zu geben. Als nächstes eine Zwiebel, die in feine Würfel schneiden und dann zum Chorizo-Brät in die Pfanne. Und dann rote und gelbe Paprika, die wirklich in feine Würfelchen schneiden, damit sich hinterher die Cannelloni gut füllen lassen. Und auch das, wer hätte es gedacht, zu den übrigen Zutaten. Jetzt macht ihr den Grill auf und stellt die Pfanne bei mittlerer Hitze, das heißt Paprikettes oder in meinem Fall den Brenner nicht auf High Power, sondern nur auf halbe Flamme, stellt ihr drauf und dann lasst ihr die Chorizo aus und bratet eben das Gemüse im eigenen Fett ein bisschen mit an. Während das Ganze gemacht wird, könnt ihr einen frischen Knoblauch, ihr könnt aber auch Knoblauchzehen nehmen, einfach fein schneiden und dann dazugeben, das Ganze durchrühren und ein wenig auf dem Grill stehen lassen. Wenn das soweit ist, dann schneidet ihr Käse. In meinem Fall habe ich jetzt aus dem türkischen Supermarkt einfach einen Käse genommen. Ihr könnt aber auch Gouda nehmen oder Gruyère oder was auch immer euch gerade in den Sinn kommt. Hauptsache, ihr habt ordentlich davon. Das schneidet ihr runter und gebt den Käse dann in eine Schüssel. Zu dieser Schüssel kommt dann jetzt unser Sud von der Chorizo und dem Gemüse einfach mit dabei und das Ganze knetet ihr ein wenig miteinander durch. Ja, dann wird der Käse ein bisschen weich und ihr könnt später die Cannelloni besser füllen. Jetzt Cannelloni füllen, gutes Stichwort. Nehmt ihr nämlich die Cannelloni, stellt sie einfach auf ein Brett und dann gebt ihr die Füllung da rein. Ja, jeder Italiener wird mich wahrscheinlich dafür töten, wie ich es gemacht habe, aber so geht es für mich am einfachsten. Also einfach so schön füllen und dann, ja, Bacon. Dann wickelt ihr das Ganze nämlich einfach in Bacon. Und wenn ihr das dann getan habt, legt ihr einfach wieder die Cannelloni in eine Pfanne und stellt diese bei indirekter mittlerer Hitze, das heißt 180 bis 200 Grad, 25 bis 30 Minuten auf den Grill. Solltet ihr feststellen, dass eure Nudeln nicht wirklich weich werden, dann könnt ihr da auch noch zusätzlich ein bisschen passierte Tomaten dazugeben. Bei mir hat es jetzt so geklappt, aber wie gesagt, könnt ihr natürlich dann auch so dazugeben. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir die Cannelloni vom Grill, stellen sie auf den Tisch und erfreuen uns darüber, was wir wieder Wunderbares gezaubert haben. Chorizo ist lecker, ja, Bacon ist lecker, Cannelloni sind lecker, wie lecker muss das erst zusammenschmecken. In diesem Sinne, ja, ihr versteht, worauf ich hinaus will, es war richtig eine Porno-Angelegenheit, ja, das war super lecker. Also nichts jetzt für die leichte Kost zwischendurch, aber es war total geil. Ihr könnt das übrigens auch wirklich, wenn jeder nur eine kriegt oder so, wunderbar als Vorspeise reichen oder oben auf Salat oder so. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wirklich ein Knaller, super lecker, also... Ich war ja da wirklich von mir selber erstaunt, so ein bisschen. Also ganz tolle Nummer, wie gesagt, wenn ihr feststellt, dass die Nudeln nicht weich werden, ihr könnt ja auch mal so eine Minute, zwei vorkochen, aber nicht so, dass sie sich natürlich nicht mehr füllen lassen, sondern wirklich nur kurz. Oder ihr gebt halt passierte Tomaten mit dazu, dass das Ganze dann nochmal zusätzlich Feuchtigkeit hat, wo die Nudeln dann drin garen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr das Ganze bei Facebook zufällig seht, natürlich ein Gefällt mir. Ansonsten klickt hier unten doch mal auf Abonnieren und abonniert diesen Kanal. Hier findet ihr immer ganz neue, ausgefallene Dinge, zum Beispiel Cannelloni in Bacon oder andere wunderbare Sachen. Also deswegen einfach mal auf Abonnieren klicken und nichts mehr verpassen. Ansonsten schaut doch gerne mal hier unten in die Infobox. Da gibt es noch so ganz viele interessante Dinge zu entdecken, einfach mal schauen und vielleicht schreibt ihr mir mal hier unten in die Kommentarleiste, was ihr von Cannelloni in Bacon haltet. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere sich die Zeit nimmt, mir einen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich über fast jeden Kommentar, ja, über fast jeden. Die Hornochsen brauche ich nicht, aber ansonsten freue ich mich über fast jeden Kommentar und so mit Sicherheit auch über euren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut.
bleibt mir vielleicht gewogen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.